Oh, guck mal, der Penner. Der Penner ist zum Zombie mutiert. Auch nicht schlecht. Hallöchen. Er sieht schlimmer aus als gewohnt, aber er riecht noch genauso. Naja, gut, wahrscheinlich riecht das sogar noch schlimmer. Ich weiß es nicht. Hallo, welch wunderschöner Tag. Du siehst gar nicht gut aus, mein Freund. Ich dachte, ich wäre verflucht. Du verdammter. Ich verdammter was? Glaub bloß nicht. Was ist los? Sind dir die Fernsehweisheiten ausgegangen? Wenn ein Mann nach Antworten sucht und er sich dabei wirklich mühe. Oh, der war neu. Das Ende fand ich besonders gut. Ein Leben wie dieses ist eine Qual. Oh, ich bin sicher, du hast es verdient. Weißt du, Karma und so. Okay, da liegt ein Auge unten. Und er hat nur einen Schuh an. Also einen so einen Schlappen. Das ist merkwürdig. Wo hat er den anderen wo hat er den anderen gelassen? Oh, mein Freund, geht's dir heute nicht gut? Das hat man davon, wenn man mich verscheißert. Hast du heute noch was vor? Okay, bin schon weg. Außerdem ist der Körpergeruch seit dem letzten Mal noch schlimmer geworden. Siehste, ich hab's ja gesagt, er ist noch schlimmer geworden. Meine Güte. Es gibt Geruchsfernsehen. Okay, mein Freund, geht's dir heute wirklich nicht gut? Oh, mein Freund, geht's dir heute nicht gut? Nicht so gut. Ich hab mich nie schlechter gefühlt. Ja, glaube ich dir. Das ist schlimmer als die Hölle. Ich würde alles nehmen, damit es mir besser geht. Ich glaube, du fühlst dich nicht besonders gut, oder? Du bist ja ein Blitzgescheiter. Weißt du, wenn ich du wäre, wäre ich nicht so frech. Du bist nicht in der Position, sich über jemand anders lustig zu machen. Ich kann nicht mehr. Ich glaube, ich verrecke. Ja? Du siehst jetzt schon so ein bisschen verreckt aus. Ich bin nicht tot. Ich muss mich nur etwas aufrichten. Und ich muss mir neue Schuhe kaufen. Die Welt ist einfach nicht perfekt, mein Freund. Besonders heute. Wenn du mir hilfst. Besorge ich dir den Ring zurück. Ja, klar. Glaubst du, ich bin so blöd? Du hattest die Chance, alles wieder gut zu machen, aber stattdessen hast du mir den Ring geklaut und mich unter Strom gesetzt. Also fick dich. Jeder hat das Recht auf falsche Entscheidungen. Aber was passiert, wenn... Mann, ehrlich, lass mich mit deiner billigen Fernsehphilosophie in Ruhe. Das hilft dir jetzt auch nicht weiter. Eieiei, der Penner. Ja, gut, der alte Penner ist die ganze Zeit nur im Würgen und kriegt nicht mal mehr einen richtigen Satz heraus. Ob wir denen wirklich helfen sollen? Ich wage es zu bezweifeln. Das hat man davon, wenn man mich verscheißert. Das hat man davon, wenn man mich verscheißert. Ich hab dich nicht verscheißert. Der Ring ist einfach zu mir gekommen. Ja klar, wenn du einen astreinen Diebstahl mit deinen eigenen dreckigen Händen so nennen willst, du Business-Penner. Du verstehst nicht. Er gehört mir. Ja, und jetzt hast du ihn wieder verloren, fürchte ich. Weil du ihn mir weggenommen hast und ihn verloren hast. Wie auch immer. Ich habe jedenfalls daraus gelernt, dass man dir nicht vertrauen kann. Das
Und wenn man einem Penner eine elektrische Ladung verpasst, riecht er nach gegrillten Sardinen. Ja, dem kann ich nur so zustimmen. Ich glaube, das stimmt sogar. Hast du heute überhaupt noch was vor? Hast du heute noch was vor? Tja, wenn ich mich in der halben Stunde noch so mies fühle, reiß ich mir wohl die Eingeweide raus. Wenn's nur ein bisschen hilft, dieses miese Gefühl loszuwerden. Ich weiß nicht. Wenn es dir echt so übel geht, warum gehst du dann nicht einfach zum Arzt? Im Ernst? Nee, wollte nur mal sehen, wie du reagierst. Sehr lustig. Ich erwäge ernsthaft, mich in die Lava zu stürzen. Oh, komm schon, Mann. Mach das nicht. Du hast doch noch so viel, wofür es sich zu leben lohnt. Das kann ja nicht dein Ernst sein, oder? Da hast du recht. Sieh mal, die Welt geht den Bach runter und um ehrlich zu sein, bist du mir scheißegal. Ich hab zu tun. Wenn du mir nicht helfen willst, dann verpiss dich einfach. Okay, bin schon weg. Außerdem ist dein Körpergeruch seit dem letzten Mal noch schlimmer geworden. Was hast du denn erwartet? Ja, ich habe eigentlich erwartet, dass du ein Deodorant benutzt, aber so wie du jetzt aussiehst, nein. Okay, kann ich das Auge dann mitnehmen vielleicht? Nein? Geht das nicht? Schade, ich wollte das Auge mitnehmen, das er dann verloren hat. Und wollte ihn wieder reindrücken, aber wenn er nicht möchte, schade. Okay, kaputte Feuertreppe, können wir nichts machen. Ja, gut, Mülleimer, fiel mir da noch irgendwas? Heute habe ich genug in dem Müll der Nachbarn rumgeschnüffelt. Nein, natürlich nicht. Gut. Dann gehen wir mal wieder weg hier. Gehen wir wieder raus und gucken mal, was da noch alles läuft. Lalalala, schauen wir mal. Ach, guck mal, Officer Murray ist auch wieder hier. Ja, guck mal. Na, mit dem können wir doch quatschen, oder? Er war nie der Lebendigste, aber jetzt? Naja, lebendig war er eigentlich nie. Der war immer schon ein Zombie. Nur hat er es nie wirklich raushängen lassen. Hallo, Murray. Hey, Murray. Verzeihung. Ist das eine Gefängnisuniform, die du da anhast? Natürlich nicht. Ich mag halt Orange. Genau wie Vanilleeis. Ist das so? Oh, Murray. Ich würde sie doch nie anlügen. Kennen wir uns? Tja, nein. Also nicht besonders gut. Aber ich habe viel von Ihnen gehört. Wissen Sie, die Geschichte mit der Ente und... Hör auf. Daran will ich gar nicht erinnert werden. Dann mal Themawechsel. Also, wie lebt sich's denn so, Murray? Kann ich klagen. Ehrlich? Weil, wenn ich Sie wäre, wäre ich lieber nicht tot. Wie meinst du das? Tja, Sie sind, tot, oder? Wie kommst du darauf? Siehst du nicht, dass ich hier bin und mit dir rede? Tja, vielleicht ist tot nicht der richtige Ausdruck. Wie wär's mit untot? Das ist das genaue Gegenteil von dem, was du gerade gesagt hast. Und klingt so sehr nach Zombie. Haben Sie heute schon in den Spiegel geschaut, Murray? Okay. Ich weiß, meine Hautfarbe ist nicht mehr, was sie mal war. Aber das ist nur ein Hautproblem. Ich habe akute Dermatitis, glaube ich. Wollen Sie mich verscheißern? Hör zu, Junge. Ich kann nicht tot sein. Sag, was du willst. Aber ich habe noch eine Menge vor und noch eine Menge Würstchen zu grillen. Aber Murray, sehen Sie sich doch mal um. Die Welt geht zur Hölle. Das ist die verdammte Scheißapokalypse. Sehen Sie das denn nicht? Tja, heute ist wohl wärmer als sonst, das gebe ich zu. Aber das würde ich nicht gerade als apokalyptisch bezeichnen. So schlimm ist es ja nicht. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Ich sagte, sehen Sie sich doch mal um. Alles liegt in Schutt und Asche. Überall Lavaströme, sehen Sie das nicht? Glauben Sie, das ist normal? Du scheinst etwas erregt zu sein, Junge. Komm schon, entspann dich. Du stehst gerade unter Schock. Das ist alles. Sie sind derjenige, der hier unter Schock steht, Sie armer Irrer. Sag, was du willst, Junge. Ich weiß, dass ich lebe. Da gibt's keinen Zweifel. Okay.
Also er sieht auf jeden Fall definitiv schon ein bisschen tot aus, weil allein, dass ihm da die Knochen schon teilweise raushängen oder dass man hier die Knochen sieht und eigentlich die Haut so ziemlich verkokelt aussieht, schätze ich schon, dass er so halbwegs tot ist. Gut, spätestens wenn er in der Lava, in die Lava ausrutscht und da reinfällt, dann ist er garantiert tot. Aber, naja. Was genau machen sie hier eigentlich? Wache schieben oder was ist los? Was genau machen sie hier eigentlich? Ich bewache den Eingang zur U-Bahn. Hier oben? Hatten sie nicht mal ein niedliches kleines Büro da unten? Du sagst es, Junge. Ich hatte. Erst hat ein riesiger Globus alles in Trümmer gelegt. Und dann gab's einen kleinen Zwischenfall mit Lava. Ah ja. Aha. Typische Montagsprobleme. Und finden Sie es nicht komisch, dass heute keiner auf der Straße ist? Ich meine, mal abgesehen von den ganzen Leichen. Im Ernst, lass das. Du wirst mich nicht überzeugen, dass das der Weltuntergang ist. Mann, Sie sind echt ein Starrkopf, was, Mary? Also, was meinen Sie denn? Was ist denn heute so die größte Neuigkeit in der Stadt? Tja, es gab eine Menge Probleme. Um 9.45 Uhr fing es an, Feuer zu regnen. Um 10.05 Uhr gab es ein Erdbeben, wo sich große Löcher im Boden auftaten. Und seitdem sehe ich überall diese Leichen. War wohl ein großes Erdbeben. Erdbeben? Tut mir leid, Mary, aber ich glaube nicht an Erdbeben oder Gnome. Ob du es glaubst oder nicht, das war ein Erdbeben. Also entspann dich. Und was ist mit dem ganzen Feuer? Was soll das mit Erdbeben zu tun haben? Sehe ich wie ein Seismologe aus? Ist wohl besser für uns beide, wenn ich nicht verrate, wie sie in meinen Augen aussehen, Mary. Tja, also ich glaube, sein Büro, das kann er mittlerweile vergessen. Weil wenn die ganze U-Bahn voll ist mit Lava, ich meine, was will er dann denn großartig noch bewachen? Ganz ehrlich. Wieso bewacht der da die U-Bahn, wenn da sowieso überall Lava ist? Da kann ja kein Mensch mehr rauskommen. Und auch keiner mehr reingehen. Da ist ja alles voll Lava. Wie soll denn das funktionieren? What? Okay, haben Sie Ihren alten Grill denn überhaupt noch? Haben Sie Ihren alten Grill noch? Alt? Du wolltest wohl klassisch sagen. Wie auch immer, Murray. Ich kenne mich mit alten Grills nicht aus. Junge, jeder kennt den Barbecue-Matic 9000. Das ist die Mutter aller Grills. Ah ja, stimmt. Ich erinnere mich an die Werbung. Da hieß es, die würden eine 30-Megatonnen-Explosion überstehen. Nicht mal die AN602 könnte dem was anhaben. Und wo ist der? Wo soll er schon sein? In der Lava? Na, dann holen Sie ihn da raus, Mary. Sie sind ja schon tot. Ach, komm, Junge. Fang nicht wieder damit an. Naja, wieso will er den nicht rausholen? Ich meine, hallo? Dann könnte er wenigstens schön grillen. Also solange er sich da so noch bewegen kann und halbwegs seine Patschehändchen hat, kann er ja eigentlich schon ein schönes Barbecue draus machen. Oder wie wäre das? Hm? Gut, er muss dann in die Lava rein und dann ist er erst recht wahrscheinlich tot und verbrannt. Aber wer weiß, vielleicht schafft er es noch rechtzeitig den Grill da hoch zu pushen. Dann kann ich wenigstens damit was anfangen. Wenn er dann vielleicht nicht mehr, naja, egal. Ehrlich, Mary, Sie sehen gar nicht gut aus. Ehrlich, Mary, Sie sehen gar nicht gut aus. Was soll ich sagen, Junge? Ich fühle mich auch nicht so. Tja, so kann man es natürlich ausdrücken. Aber wenn Ihnen der Unterkiefer abfällt, dann sagen Sie Bescheid, ja? Ja, der Unterkiefer abfallen, ich weiß nicht. Das wird wahrscheinlich noch dauern. Na gut, ich bin dann allerdings mal weg. Tja, dann ich bin weg. Ja. Ich bin nochmal weg. So, gut. Dann, was können wir denn noch machen? Wir können nochmal in unsere Wohnung rein. Und könnten höchstens noch aufs Dach, aber das möchte ich noch nicht, weil da erwartet mich auf jeden Fall ein Riesendialog. Das geht sich von der Zeit her nicht mehr aus. Oh, ich nehme schon 24 Minuten auf. Ja, ganz toll. Gut, dann mache ich noch die 40 Minuten voll und dann höre ich mal wirklich auf. Mortimer's Team. Ah, können wir da noch rein? Tatsächlich. Oh, okay, gut. Das ist aber noch recht schön eingerichtet. Da waren wir ja schon mal drin. Was haben wir denn überhaupt noch im Inventar drin? Oh, Kaugummi. Kaugummi, Schlüssel und Becher. Okay, das ist alles, was wir drin haben. Okay, cool. Flügel. Können wir da noch irgendwas machen? Mein Mitbewohner ist ein totaler Psycho.
Spinn ich oder ist das eine von diesen Opferdolchen? Ach, guck mal. Ja. Verdammt, wenn ich den Dolch loslasse, bewegt sich der Kamin wieder in die Ausgangsposition. Okay, Moment. Können wir eine Nikotinkaugummi verwenden, um den Flügel irgendwie anzukleben? Verdammt, wenn ich den Ja. Flügel. Nikotinkaugummi. Hier vielleicht auf den Drehfuß? Ah, tatsächlich, das funktioniert sogar noch. Okay, cool. Oh Mann. So, dann nehme ich wenigstens den Dolch, dann kann ich mich wehren. So, also falls irgendwas schief läuft. Aber ich glaube, mehr gibt es da nicht, ne? Oberste Schublade, kann man da noch irgendwas machen? Da rührt sich nichts. Okay, gut. Mittlere Schublade können wir auch nichts machen, schätze ich. Nein, das abgeschlossen. Da ist auch nichts. Können wir die Statue noch drehen? Kann ich nicht tragen. Ja, du sollst sie auch nicht tragen, du sollst sie einfach nur drehen. Aber anscheinend geht das ja nicht. Weil, ja. Okay, gut. Wir haben auf jeden Fall mal... Wir haben einen Dolch. Das ist ja schon mal ganz gut. Kann ich Mary vielleicht versuchen, mit dem Dolch abzustechen, dass ich mal weiß, ob er wirklich tot ist oder nicht. Einfach mal nur mal probieren. Ja. Versuchen wir es einfach mal. Tut mir echt leid, Mary. Geht das? LOL. Nein. Ich musste das tun. Bist du vollkommen übergeschnappt? Regen Sie sich mal wieder ab. Was soll das heißen? Ich soll mich abregen. Du hast mich abgestochen. Das stimmt. Bist du komplett irre? Okay, beruhigen Sie sich. Geht's wieder? Halt einfach die Klappe, du Wahnsinniger. Du wolltest mich umbringen. Okay, mal jetzt ganz in aller Ruhe. Hören Sie einfach mal kurz zu. Ich hab Sie nicht umgebracht, verstehen Sie? Sie bluten nicht mal. War das ein Theaterdolch? Leider nein. Wie ist das denn möglich? Das versuche ich Ihnen ja die ganze Zeit zu erklären, Murray. Sie sind schon tot. Unmöglich. Oh doch. Was mache ich denn jetzt? Tja, das Showbusiness würde ich Ihnen nicht gerade empfehlen. Da behandelt man sich nur wie ein Zirkusfreak. Verdammt, das ist real. Das ist wirklich real. Es ist Realität. Hat eine Weile gedauert. Aber so langsam sickert's durch. Also, was jetzt? Naja, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen steht, aber ich habe einiges zu tun. Ich hau dann mal ab. Ja gut, jetzt haben wir wenigstens Murray bewiesen, dass er tot ist. Wir kriegen immer noch nicht den Grill. Hallo nochmal, Murray. Ja, hallo Junge. Sie sehen etwas niedergeschlagen aus. Das liegt wohl daran, dass ich tot bin. Ja, wenigstens geben Sie es jetzt zu. Das ist der erste Schritt. Also, was gibt's? Naja, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen steht, aber ich habe einiges zu tun. Ich hau dann mal ab. Okay, gut. Mit ihm können wir nicht mehr richtig quatschen. Gut. Aber ich würde gerne den Grill noch sehen. Geht das nicht, dass er den wirklich nochmal raufholt? Wäre doch schade. Hey, Moment. Können wir mit dem Becher hier vielleicht Lava schöpfen? Nee. Nein? Okay, gut. Geht nicht. Dude. Okay. Na gut, ich würde mal sagen, an der Stelle mache ich jetzt einfach mal Schluss. Ich habe 29 Minuten auf der Uhr, das passt perfekt. Ja.
war eine kurze Aufnahmesession, wie gesagt, weil ich mitten in der Nacht aufnehme und ich muss die Folge auf jeden Fall, also die erste Folge zumindest von der Aufnahmesession, weil es werden wahrscheinlich zwei Folgen, da 40 Minuten und so. Aber die erste Folge muss ich auf jeden Fall heute noch rausrendern, dass die um 18 Uhr heute rauskommt, am 2.1. Und ja, auf jeden Fall an alle, die schön Silvester gefeiert haben und die schön reingerutscht sind ins neue Jahr. Prosit Neujahr an euch alle da draußen. Und ja, von daher, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Silvester, schöne Weihnachten. Und ja, ihr wurdet ja während meiner Weihnachtsabwesenheit, die ja eigentlich so für euch gar nicht mal da war, wurdet ihr trotzdem mit Videos ihr wisst schon, versorgt, weil ich war zu der Zeit ja eigentlich auch gar nicht da. Ich habe alles vorproduziert und habe das Ganze dann hochgeladen und Thumbnails gemacht und bla. Also von daher sah das ja für euch so aus, als wäre ich nie weg gewesen. Aber tatsächlich war ich ungefähr jetzt 1,5 Wochen, glaube ich, in Pause. Also ich habe da schon einiges vorproduzieren müssen. Aber ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession wieder. Und dann schauen wir mal, dass wir mit Matt vielleicht nochmal quatschen. Dann schauen wir aufs Dach rauf. Und vielleicht kriegen wir Murray doch nochmal dazu, den Grill rauszuholen. Wer weiß. Also vielen Dank, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.